Ja, wie der Chef der Innenministerkonferenz den Osten zum Hort des braunen Mobs macht, der macht es sich zu leicht. Denn Dummheit und Rassismus haben keine feste Adresse, aber natürlich Gründe. Und zu diesen Gründen gehört, dass in der Tat zum Beispiel die CDU-geführte Regierung in Sachsen jahrzehntelang die sich abzeichnende braune Gefahr verharmlost haben. Sie haben immer noch nach einem linken Regelverstoß gesucht, den sie kriminalisieren können, um ja schön in Äquidistanz zu bleiben und um sich nicht dem spezifischen Problem stellen zu müssen. Und nun haben wir eine neue Unverfrorenheit von brauner Gewalt. Wer, wie das halt der Bundesrat getan hat, wirklich das Problem, neue Unverfrorenheit von brauner Gewalt, einfach so als Ostproblem betitelt, finde ich, es wird am Ende doch wieder ein Versuch, das allein irgendwie der DDR in die Schuhe zu schieben. Ich finde, solche Spekulationen lenken ab von der Frage, was eigentlich zu tun ist. Und dafür habe ich folgende Vorschläge. Erstens, es braucht von allen politischen Verantwortlichen eine klare Haltung, die da heißt, willkommen, Menschen, die hierher kommen in Not, sind uns willkommen. Und ich finde die Haltung, die der Thüringer Ministerpräsident ausstrahlt, der sagt, das ist Einwanderer, Flüchtlinge sind keine Belastung, sondern Menschen, potenzielle Neubürgerinnen und Neubürger, die auch eine Bereicherung für uns sein können, beispielhaft. Zweitens, Armut, Erwerbslosigkeit und Abstiegsängste sind keine Entschuldigung dafür, dass man zum Rassist oder zum Neonazi wird. Wir wissen aber, dass in einem Klima von Armut, Erwerbslosigkeit und Abstiegsängsten natürlich die rechtsradikale Propaganda es leichter hat. Und deswegen heißt es auch, alles zu tun gegen Erwerbslosigkeit, gegen Existenz- und Abstiegsängste. Und drittens gilt es, gegen den braunen Mob alle Mittel des Rechtsstaates, die es bereits gibt, entsprechend auszuschöpfen. Wir brauchen keine Verschärfung der bestehenden Lage. Am Ende, das hat man ja am Wochenende in Heidenau sehen können, trifft es womöglich nur die Falschen. Da sollte ja das Willkommensfest verboten werden. Wir meinen, das, was es gibt an Rechtsmitteln, die müssen ordentlich ausgenutzt werden. Und dann will ich doch noch mal sagen, weil in Heidenau es ja immer hieß, die Polizei sei zu überfordert, hätte einen enormen Personalmangel und sei deswegen nicht in der Lage, gewalttätige braunen Mob irgendwie zu einzudämmen oder irgendjemand dort dann auch entsprechend festzunehmen. Da muss ich nur sagen, von diesem Personalmangel war am Samstag bei der Willkommensdemo in Dresden nichts zu spüren. Im letzten Jahr hat es offiziell 514 rassistische Gewalttaten gegeben. Aufgeklärt davon werden die wenigsten. Die Verantwortlichen in Polizei und Justiz sind jetzt gefragt, hier einen entsprechenden Schwerpunkt zu setzen. Und viertens gehört natürlich auch dazu, auf Willkommenskultur zu setzen. Und ich habe vorgeschlagen, dass es eine Art Neubürgerinnenkunde gibt, dass Zivilcourage in die Lehrpläne gehört. Den alkoholisierten braunen Mob wird man wohl nicht mehr für die Menschlichkeit und für die Demokratie gewinnen können. Umso wichtiger ist es, dass der Rassismus gar nicht erst in den Köpfen von jungen Schülerinnen und Schülern Fuß fasst. Nach dem Treffen der Unionsspitzen in dieser Nacht oder gestern Nacht deutet ja einiges darauf hin, dass sie so weiterverfahren wie bisher, dass eine Politik des inszenierten Notstandes weiter betrieben wird. Und Oppermann von der SPD und Merkel verkünden ja unisono, dass sich dieses Land nicht um alle kümmern könnte. Wir meinen, was wirklich ansteht, ist über die Ursachen dieser Flüchtlingswellen zu reden. Und da sage ich, wer Waffen in alle Welt exportiert, braucht sich nicht wundern, wenn diese Waffen andernorts Menschen in die Flucht treiben. Und nicht nur Bürgerkriege bringen Menschen zur Flucht, sondern auch sagen, durch rücksichtslose Ökonomie erzeugtes Elend treibt Menschen in die Flucht. Und insofern müssen wir auch sagen, unser Wohlstand basiert natürlich auch auf einer globalen Ausbeutung. Und diejenigen, die vielen, die jetzt auch in großer Gefahr Grenzen überwinden, verweisen somit auch auf die Begrenztheit unserer Art zu wirtschaften und zu handeln. Also wenn man wirklich an die Ursachen ran will, heißt das auch, dass man das jetzige Weltwirtschaftssystem hinterfragen muss. Was ist ganz konkret zu tun? Zum einen meinen wir, und das ist auch unser Vorschlag für den Flüchtlingsgipfel, die Kosten der Erstunterbringung sind vom Bund zu übernehmen.
Dazu sind alle sozusagen Institutionen, alle Ebenen gefragt, die öffentlichen Liegenschaften daraufhin zu überprüfen, ob sie für entsprechende Erstaufnahmeeinrichtungen geeignet sind. Und drittens sagen wir, es muss ganz klar eine Aufstockung geben beim sozialen Wohnungsbau. Es sind auch alle Rückbau- und Abrisspläne gehören auf den Prüfstand, damit es ein entsprechend breites Angebot für dezentrale Unterbringung gibt. Ja, zu unserer Kampagne, das muss drin sein. Wie Sie wissen, machen wir eine bundesweite Kampagne von den Linken gegen prekäre Arbeit und prekäre Lebensbedingungen. Diese Kampagne hat 5 zentrale Forderungen: Befristungen und Leiharbeit stoppen, statt Hartz IV Sanktionen beenden, Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst, Wohnung und Energie bezahlbar machen und mehr Personal für Pflege, Gesundheit und Erziehung. Wir hatten am 1. Mai angefangen und beginnen heute mit der zweiten Phase dieser Kampagne. Die macht insbesondere gegen Leiharbeit und Befristung mobil. Wir gehen vor Berufsschulzentren mit dem Schulbeginn. Zum 1. September machen wir darauf aufmerksam, dass die hohe Befristungsrate in Deutschland ein wirklicher Skandal ist, den wir nicht akzeptieren wollen. Denn von den Befristungen, aber auch von der Leiharbeit sind insbesondere junge Menschen betroffen. Es mag Sie etwas verwundern, dass wir in einer Situation, wo alle Welt und insbesondere die Bundesregierung davon reden, dass auf dem Arbeitsmarkt alles in Ordnung ist, die Zahl der Arbeitslosen zurückgeht, dass ausgerechnet in dieser Situation die Linke dieses Thema zum Thema macht und eine Kampagne dazu organisiert. Und ich will Ihnen sagen, ich war die letzten Wochen viel im Lande unterwegs auf meiner Sommertour, habe mit vielen Menschen gesprochen, insbesondere mit jungen Menschen, mit Betriebsräten, mit Personalräten, und alle haben gesagt, Befristungen, Leiharbeit und Werkverträge sind für sie das zentrale Thema. Und ich will nur mal sagen, junge Leute, die am Start ihres Lebens sind, eine Wohnung anmieten wollen oder vielleicht sogar eine Familie gründen wollen, leben in ständiger Unsicherheit durch die Befristung. Sie wissen nicht, wie es am Ende des Jahres oder am Ende des Halbjahres weitergeht. Und das sagen wir, das kann in einer reichen Gesellschaft nicht sein. Das Mindeste muss sein, dass Menschen ihre Zukunft planen können. Und ich will nur mal das Beispiel sagen der Modekette H&M. Die stellen alle jungen Leute oder fast alle Leute befristet ein. Und es verschränkt sich dann noch mit einer Mindeststundenzahl von 10 Stunden die Woche. Die nennen die dort auch Stundenlöhner, müssen aber sich 30 oder 35 Stunden bereithalten. Und das besonders Zynische ist, sie unterschreiben dort Arbeitsverträge, indem sie sagen, wir sind uns bewusst, dass wir von dieser Arbeit nicht leben können. Das ist doch ein Zustand, den wir definitiv nicht akzeptieren können. Und auch leider geben uns die Zahlen recht. Wir haben den Zustand, dass es rund 2.800.000 Befristungen gibt. Die haben im letzten Jahr 2014 nochmal um 44.000 zugenommen. Besonders stark betroffen sind Frauen mit über 8%, Männer mit etwas über 6%. Also in den Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, ist die Befristung weitaus mehr verbreitet. Und besonders betroffen sind Menschen, Arbeitskräfte ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Also bei den Migrantinnen und Migranten ist die Befristung noch einmal höher. Was vielleicht das Ausmaß besonders deutlich macht: jede zweite oder fast jede zweite Neueinstellung ist befristet. Und die Leute machen erstmal die Erfahrung zu Beginn ihres Berufslebens oder beim Wechsel in einen anderen Arbeitsplatz, dass sie in einem unsicheren Arbeitsverhältnis arbeiten. Im Übrigen dort 49% Frauen und 41% Männer. Befristung ist auch nicht, wie uns die Bundesregierung oder andere weismachen wollen, ein Einstieg in das Berufsleben oder in eine unbefristete Beschäftigung.
Es gibt nämlich in der Tat nur 37% Übernahmen in eine unbefristete Beschäftigung. Der größte Teil wird entweder weiter befristet oder nach der Befristung gar nicht mehr beschäftigt und durch jemand ersetzt, der auch wieder befristet ist. Wir haben ganz besonders viel Befristungen im Dienstleistungsbereich, aber was uns besonders ärgert, der Staat und der öffentliche Dienst stehen bei den Befristungen mit 60% an vorderster Front. Insbesondere in den Bereichen, was ein bisschen erstaunen mag, Erziehung und Unterricht. Das sind zum Beispiel die vielen Lehrer in Baden-Württemberg, die immer nur saisonal beschäftigt sind und bis zu den Sommerferien befristet sind, oder selbst Erzieherinnen, wo man doch immer von einem Mangel an Erzieherinnen redet. Und es sind auch die ganzen Menschen in freien Weiterbildungsträgern oder privaten Weiterbildungsträgern, die von einer Befristung in die nächste gehen, was im Übrigen gewollt war, dass diese Bereiche dereguliert werden. Und was jetzt viele meinen, naja, sind eigentlich die hauptsächlichen Befrister die kleinen Handwerksbetriebe oder die kleinen Mittelstandsbetriebe, wo man ja immer sagt, die können nicht planen und die sind besonders betroffen von der Konjunktur oder von den Kündigungsschutzgesetzen. Auch das ist falsch. 70% der Befristungen sind in Großbetrieben über 1000 Beschäftigte. Die kleinen und Mittelbetriebe haben am wenigsten befristete Beschäftigte. Also auch da muss man genau hinschauen. Wir sagen, permanente unsichere Beschäftigungsverhältnisse führen zu einem unsicheren Leben. Die Menschen können ihre Existenz nicht sichern und ihre Zukunft nicht planen. Deswegen muss Schluss damit sein. Und die Linke hat drei zentrale Forderungen. Die erste Forderung ist Streichung der sachgrundlosen Befristungen aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Befristungen, die keinen besonderen sachlichen Grund haben, weiter bestehen bleiben sollen. Das sind nämlich nichts anderes wie verlängerte Probezeiten bis zu 24 Monaten, völlig unnötig. Das Zweite ist, dass wir sagen, Sachgründe beschränken. Wir brauchen nicht dieses Ausmaß von Sachgründen. Und zwei Dinge sind, glaube ich, ganz besonders massiv, nämlich Befristung zur Probe. Da wird ja auch noch offensichtlich, dass Befristungen gemacht werden, um eine Probezeit zu verlängern. Und das Zweite ist die Befristung von Arbeitsverträgen, die an die Haushaltszeiten im öffentlichen Dienst geknüpft ist. Also ich glaube, die Haushaltsrisiken dürfen nicht auf die Beschäftigten im öffentlichen Dienst abgewälzt werden. Und die dritte Forderung ist, dass wir sagen, Kettenbefristungen verhindern. Man kann nämlich, wenn man einen sachlichen Grund hat, die Befristungen unendlich fortführen, sogar ein ganzes Arbeitsleben lang oder wie im Wissenschaftsbereich 6 bis 8 Jahre, und die Leute gehen von einer Befristung in die nächste. Und deswegen sagen wir, ab dem dritten Arbeitsvertrag muss der Arbeitsvertrag fest sein. Es reicht aus, wenn zweimal befristet wird, auch aus sachlichem Grund. Ab dem dritten Mal weiß der Arbeitgeber, ob der Arbeitnehmer zu ihm passt, ob er gebraucht wird, und dann muss er ihn unbefristet beschäftigen, dass wir von diesen Kettenbefristungen endlich wegkommen. Das zweite große Thema ist das Thema Leiharbeit. Trotz guter Konjunktur haben wir nachhaltig einen hohen Stand an Leiharbeit. Wir haben über 880.000 Beschäftigte in der Leiharbeit, und es geht auch in der Hochkonjunktur nicht zurück, weil das die Arbeitgeber längst als flexible Masse und Billigarbeiter in die Produktion und auch in den Dienstleistungsbereich einplanen. Die Zahl der Leiharbeiter hat sich im Übrigen im 10-Jahres-Rhythmus verdoppelt, genauso wie die Zahl im Übrigen der Befristungen. Und wir wissen, dass die Arbeitgeber die Leiharbeit gezielt einsetzen, um praktisch eine Billiglohnlinie im Produktionsprozess, im industriellen Produktionsprozess aufzubauen. Die Leiharbeiter erhalten durchschnittlich nur 57% des mittleren Entgelts der gesamten Beschäftigten. Und deswegen kann man tatsächlich von einer gezielten Billiglohnlinie reden. Wir sagen, das Prinzip muss sein, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit.
Und wir wissen natürlich auch, dass die Leiharbeit und die Befristungen disziplinieren. Ein Leiharbeiter weiß eben, dass er nicht unendlich beschäftigt ist, vom Wohlwollen abhängig ist, er wird nicht zu Streiks gehen, er wird nicht den Mund aufmachen, genauso wie befristet Beschäftigte eben nicht zu Streiks gehen, weil sie Angst haben, dass dann der Arbeitsplatz sofort weg ist. Deswegen haben wir folgende Forderungen zur Leiharbeit. Das Prinzip gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen bei gleicher Arbeit muss ab dem ersten Einsatztag ohne Ausnahme gelten. Der Einsatz von Leiharbeit darf maximal 3 Monate dauern. Leiharbeitskräfte erhalten angesichts der hohen Flexibilität, die von ihnen verlangt wird, einen Flexibilitätsausgleich von 10%. Im Übrigen in Frankreich und den Niederlanden völlig üblich, also gar keine besonders utopische Forderung. Wir sagen, der Einsatz von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen als Streikbrecher muss unterbunden werden. Das ist nicht ihre Funktion, dass sie Streiks der Gewerkschaft untergraben. Und insbesondere das Synchronisations- und Befristungsverbot wird wieder eingeführt. Da geht es darum, dass wenn die Leiharbeiter nur eine beschränkte Zahl von Tagen oder Monaten im Ausleihbetrieb beschäftigt sind, dass dann der Leiharbeitsbetrieb auch befristet. Und das kann nicht wahr sein. Und wir sagen, dass sogenannte Kopfprämien, die ein Entleihbetrieb bei Festanstellung eines Leiharbeitnehmers an den Verleiher zahlen muss, verboten gehören. Also sprich, das Motto ist Leiharbeit und Befristungen stoppen. Die Bundesregierung hat da tatsächlich überhaupt keine Antwort zu diesem Thema. Weder regelt sie die Leiharbeit wirklich neu und besser, noch hat sie vor, bei den Befristungen etwas zu machen, noch beim Ausweichen auf Leiharbeitsverträge. Wir wollen auf die Agenda setzen, ein Kampf um eine neue Normalität. Wir wollen nicht, dass die einen praktisch über alle Maßen arbeiten, die anderen zu wenig Arbeit haben, die einen vor lauter Überstunden nicht wissen, wie sie Arbeiten und Leben zusammenbringen können und die anderen von einer Befristung zur nächsten gehen müssen. Und zu dieser Normalität gehört, dass sachgrundlose Befristungen abgeschafft gehören, Kettenverträge abgeschafft gehören. Und zu dieser Normalität gehört, dass das Maß der Leiharbeit zurückgedrängt wird. Die Linke ist ja insgesamt sogar dafür, diese Leiharbeit ganz zu verbieten. Aber wir brauchen eben Übergangsregelungen, die zumindest dazu führen, dass das alles in Maßen bleibt. Und wir sagen, dass die ganze Frage der prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse eine zentrale Zukunftsfrage dieser Gesellschaft ist. Wir können nicht akzeptieren und wollen auch nicht akzeptieren, dass hier immer größere soziale Spaltungsprozesse ablaufen. Deswegen haben wir das bis zur Bundestagswahl zum zentralen Thema erklärt und wir sind überzeugt, wir werden tolle Aktionen starten, eine gleich im Anschluss an diese Pressekonferenz. Wir machen eine bundesweite Unterschriftensammlung unter dem Motto Frist oder Stirb. Die richtet sich tatsächlich gegen die Befristungen und gegen die Leiharbeit. Und wir sind überzeugt, wir werden hier große Zustimmung in der Gesellschaft haben. Wir sind überzeugt, unsere Forderungen werden die Zustimmung von einer Mehrheit in der Bevölkerung finden. Und es wird uns auch gelingen, mit dem Horizont Bundestagswahlen 2017 eine Mobilisierung, eine gesellschaftliche Mobilisierung für diese Forderungen hinzubekommen.